Von der werbetreibenden Industrie sind wir es ja gewohnt, dass sie uns durch den Einsatz von manipulativen Techniken versucht, unser Denken, Fühlen und Handeln zu beeinflussen. Doch dass diese Methoden von Politik und Medien noch wesentlich raffinierter angewandt werden, das ist den wenigsten bewusst. Und heute sprechen wir mit Johannes Mehnert. Johannes Mehnert sagt, nur wer Propaganda durchschaut, kann sich ihre Wirkkraft entziehen. Und genau das ist heute das Thema. Dafür haben wir auch noch eingeladen Aaron Moorhoff und Charles Fleischhauer. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, vielen Dank für euer Erscheinen hier. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und moderne Propaganda ist heute das Thema. Ich freue mich da ganz besonders. Johannes, schön, dass du da bist. Und ich muss gleich mal hier in deinem Buch schauen. 2018 hast du die Agora-Initiative mit Freunden gegründet, die sich kritisch mit der Aushebelung demokratischer Prinzipien durch psychologische Einflussnahme befasst. Und ihr betreibt darüber Aufklärung. Das klingt fantastisch. Darauf wollen wir heute eingehen. Ja. Herzlich willkommen. Ja, danke schön für die Einladung. Ja, freut mich auch echt besonders, dass du da bist. Du wurdest ja zum ersten Mal der Öffentlichkeit bekannt, sage ich mal, mit deinem Interview mit Dirk Pohlmann, dem großen Dirk Pohlmann, der dich ja auch, ich sag mal, über den Klee gelobt hat und dein Buch wirklich angepriesen hat als ein sehr kompaktes Nachschlagewerk für eben moderne Propagandatechniken, die du zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Form so zusammengetragen hast, dass man die ganz leicht überblickt. Also das ist eigentlich eine Art Enzyklopädie, glaube ich, kann man auch sagen. Und es liest sich sehr angenehm, weil die einzelnen Begriffe, diese Propagandatechniken eben teilweise nur in so einer Halbseite erklärt werden, sehr kompakt. Also von daher hat man da wirklich einen schnellen, guten Überblick. Wie lange hat es für dich gedauert? Wie lange saßt du dran? Was war für dich das Initial? Eben gerade diese Agora-Initiative, was hat das damit auf sich? Ja, genau, wie Frank schon gemeint hat, das war im Sommer 2018, wo wir die gegründet haben. Die Ursprungsidee, das kam aus einer Analyse der Medienlandschaft damals heraus. Wir haben gesehen, es gibt sehr viele aufklärerische Medien, die machen super Inhalte, erreichen hunderttausende Menschen und sind sachlich da sehr fundiert, sprechen Themen an, die so im großen Mainstream im Grunde sehr eher ausgeblendet werden, aber im Grunde große Wichtigkeit besitzen. Und da haben wir uns gedacht, ja, damals war ja YouTube quasi noch so diese Oase des freien Journalismus mit diesen Kanälen, diesen großen. Aber die breite Bevölkerungsmasse ist trotzdem noch relativ abgeschirmt davon. Also man hat diese Filterblasen, diese Informationsblasen und darin bewegen sich einige hunderttausend Aufgeklärte, das ist sehr viel, aber das ist eben immer noch so im niedrigen Prozentbereich 1% der Bevölkerung. Und die restlichen 99% dachten wir, wie schafft man eine Brücke zu errichten zu der Masse und welche Themen müsste man ansprechen, welchen Fokus muss man setzen. Mhm. Und da war unser Gedanke eben kein alternatives Medium für sich alleine schaffen. Das kann keins für sich alleine stemmen, sondern das geht nur über eine Kampagne, über Koordination, wodurch man versuchen müsste, diese hunderttausenden Zuseher, diese immer passiven Konsumenten meistens zu aktivieren. Zu sagen, ja, es ist nicht nur eure Aufgabe, Informationen zu konsumieren, sondern ihr müsst stellenweise auch aktiv werden, damit wir eine Information dann auch weitertragen, nach außen tragen, um dann in die zig Millionen Menschen zu erreichen, was dann wirklich nicht mehr ignoriert werden kann. Und unser Gedanke war eben, die einzige Möglichkeit, diese Brücke zur Masse zu schlagen, das sind im Grunde Printerzeugnisse, Flugblätter, weil man Briefkästen eben nicht zensieren kann und diese Filterblasen dann eben nicht entstehen, sondern man erreicht undiskriminiert jeden. Das heißt, das wäre im Grunde eine Kampagne, die in der ersten, also da können wir dann später vielleicht noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, die diese Konsumenten aktiviert und dann ausgreift in eine breitere Masse, fokussiert ein bestimmtes Thema dann in den gesellschaftlichen Diskurs einbringt. Weil wir haben auch gesehen, dass es oft halt so ist, dass man in den Mainstream-Medien im Grunde ein Agenda-Setting aus dem Mainstream übernimmt und dann eigene Narrative, eigene Sichtweisen dann dem überstülpt oder dann den eigenen Konsumenten dann wiedergibt. Aber es müsste eigentlich sein, dass man auch mal selber Themen aktiv setzt und immer nicht nur immer passiv sich an dem abarbeitet, was gerade im Mainstream geschieht. Genau, und das ging unserer Meinung eben nur noch durch so eine koordinierte, vorher
geplante Kampagne, mit der man sagt, ja, wir haben ein Anliegen, das ist uns wichtig und dieses Thema dieser Kampagne, das ist eben idealerweise, dachte ich, eben dieses Medienthema, weil das relativ einheitlich über die alternative Szene hinweg einen Konsens finden könnte, denke ich. Ja. Ich finde das gerade interessant, dass ihr diese Initiative ja noch vor der Corona-Zeit gegründet habt. Also zu einer Zeit, wo im Rückblick die Welt ja noch fast in Ordnung war, könnte man ja fast schon sagen. Ja, ja. Was waren denn damals für euch diese richtig heißen Themen, wo ihr gesagt habt, die euch bewegt haben? Ja, das eine Thema ist halt der Imperialismus, wo schon immer eben die Propaganda geherrscht hat. Das hat der Chomsky schon ausführlich behandelt. Der Rainer Mausfeld hat mich auch sehr, sehr inspiriert. Neoliberalismus, Migration, das waren ja damals eher so diese Themen. Und über die sich damals eben die alternativen Medien sehr gute Aufklärung eigentlich betrieben haben. Und jetzt ist dann Corona dazugekommen, dann Ukraine. Es geht ja immer weiter. Aber ich denke, ein Ansatz hier ist auch eher von den konkreten aktuellen Sachthemen vor allem wegzugehen, im Buch zumindest, weil die halt so extrem emotional aufgeladen sind, so eine Polarisation erfahren, dass man da eigentlich kaum neutral diskutieren kann. Sondern die meisten Beispiele hier sind eben aus vergangenen eher weiter zurückliegend, sodass man da in eine neutralere Haltung kommt und erst das Muster dieser Methode dann erkennt. Wie funktioniert die Methode relativ neutral in der Beschreibung, um sie dann auch bei diesen eher heißeren Themen im aktuellen Mediengeschehen dann wiederzuerkennen. Diese Musterwiedererkennung unter einem bestimmten Schlagbegriff, das ist so die Kernkomponente des Buches. Dann. Also im Prinzip eine metapolitische Analyse. Genau, ja. 80 Methoden hast du in diesem Buch zusammengefasst und jeweils nur ganz kurz, kompakt beschrieben, wie das Aaron schon gesagt hat. Mich würde aber mal auch so ein bisschen der historische Hintergrund von Propaganda im Allgemeinen interessieren. Propaganda ist ja uralt und hat aber in der Moderne nochmal eine gewisse wissenschaftliche Komponente, eine psychologisch-wissenschaftliche Komponente bekommen, die aber oftmals gegen uns benutzt wird. Also die wird nicht zur Aufklärung benutzt, sondern eher für das Gegenteil. Wo ging denn das Ganze los, dass sozusagen diese alte Propaganda, Kriegspropaganda aus alten Zeiten, dass das sozusagen geswitcht wurde und diese wissenschaftliche Komponente bekommen hat, wo sich dann eben Leute wie Le Bon und Freud und was weiß ich da tiefgründiger Gedanken gemacht haben? Ja. Ein Buch, das ich hier auch anspreche, das ist die Politik von Aristoteles, der sich da auch schon mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Da gibt es einen Abschnitt, der geht darüber, wie ein Tyrann seine Herrschaft erhalten kann in einem tyrannischen Staat. Und der führt halt auch auf, man muss die Bevölkerung spalten, gegeneinander aufhetzen, man muss sie beschäftigt halten mit lauter Unwichtigen, mit irgendwelchen Riesenbauprojekten, man muss Kriege anschüren, weil sie dann quasi den Tyrannen brauchen. Man muss Zwist säen, man muss Bildung verhindern. Das schreibt er damals schon, also 400 vor Christus. Teile und Herrsche. Teile und Herrsche. Das ist damals, Machiavelli spricht das ja auch an in dem Fürsten. Also das ist wirklich schon sehr alt. Aber diese wirklich effektive psychologische Propaganda, das kommt dann mit der Technologie der Massenkommunikation. Mhm. Wenn die Technologie existiert, Radio, Fernsehen, der Paul Felix Lazarsfeld hat ja gesagt, das Radio, die Macht des Radios mit der Macht der Atombombe zu vergleichen, weil man eben diesen direkten Draht zu Millionen von Köpfen auf einmal hat. Und das ist das Interessante, weil auch da ist ja schon der erste Denkfehler in der Wahrnehmung der meisten, dass man denkt, dass mit dem Aufkommen der Medien, am Anfang Radio, dann irgendwann Fernsehen, jetzt Internet, dass sozusagen das Instrumente sind, die Meinungsfreiheit stärken. Aber das Gegenteil erleben wir ja letztlich, weil sie ja eher Kontrollinstrumente für Massenpsychologie sind. Und da ist ja jetzt das Internet quasi das Neueste, das haben wir ja erst seit 20 Jahren maximal, seit 10 Jahren ist es in der Form, dass es auch uns wirklich unseren Alltag bestimmt. Laufen wir da jetzt schon wieder in genau dieselbe Falle wie die Leute vor 70, 80 Jahren mit dem Radio, dass man uns darüber auch wieder kontrolliert und wir merken es selber gar nicht? Ja, das Internet hat halt noch ein paar andere Facetten. Der Chomsky hat ja in seinem Propagandamodell diese Hürden aufgestellt, wie man die Information selektiert, also diese riesige Einstiegshürde, die man für einen Fernsehsender oder ein Radio braucht, dann die Mittel durch Werbekunden oder die Quellen, zu denen man Zugang hat. Und beim Internet ist diese Einstiegshürde halt wesentlich geringer und man kann sich dann auch selbst finanzieren
Und jeder kann Informationen produzieren, auf sie zugreifen. In der Hinsicht ist das eben ein gewaltiger Fortschritt im Grunde, da man nicht riesige Kapitalmengen braucht, um überhaupt Medien produzieren zu können, was ja dann sehr verheerend für Demokratie ist, da im Grunde nur die Meinungsbildung dann von denen mit Kapital ausgehen kann. Das ist im Internet anders, aber man sieht ja auch, wie dann das auch wieder versucht wird einzuhegen durch Zensur und die Errichtung von diesen Filterblasen oder auch Angriffe auf bestimmte Leute, Diffamierungen. Gut, der Unterschied ist, im Internet wird halt jeder zum Sender. Ja, beim Radio ist jeder nur Empfänger und es gibt einen Sender. Ja. Ich finde aber auch genau dieses Prinzip, dass man diese Hoffnung hatte, mit dem Aufkommen des Internets wurde ja viel dieser Begriff Prosument in den Raum geworfen. Man konsumiert und produziert gleichzeitig, dass das so viele Möglichkeiten schafft. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, irgendwie, es hat mit dem Radio angefangen und jetzt sind wir irgendwie bei TikTok angekommen. Also das ist sehr subversiv, das ist auch ein Begriff, der bei dir fällt, dann doch irgendwie wieder solche Techniken und Möglichkeiten, die uns eigentlich weiterbringen könnten, unterwandert werden, sodass sie wieder einen destruktiven Charakter bekommen. Du hast gerade auch schon Chomsky angesprochen. Ich habe damals auch für meine Masterarbeit, ich wollte mich nicht durch diesen ganzen Wälzer von ihm quälen, diese Manufacturing Consent, weil das echt, ist wirklich staubtrocken. Und dann habe ich diese 5 Filter der Massenkommunikation, glaube ich, mal in so einem ganz kompakten Video auch gefunden. Das war von Amy Goodman. Die diese Medientheorie eigentlich von Chomsky sehr gut auf den Punkt bringen. Eben zum Beispiel Medien sind allein schon abhängig von ihren Geldgebern, von den Konzernen, an denen sie dranhängen und so weiter. Und wie du dann am Ende immer mehr ausschließen kannst, dass am Ende eine neutrale Information noch am Ende beim Konsumenten ankommt. Da gibt's ja auch diesen großartigen Spruch von Niklas Luhmann, Medien bilden die Realität nicht ab, sie erzeugen sie. Was natürlich ein düsteres Bild auf unsere Medienrealität und Welt wirft, in der wir leben. Aber die freien Medien versuchen das ja ein kleines bisschen auszugleichen und den fehlenden Part zu beleuchten. Was mir noch auffiel, ich habe mein eigenes Exemplar von Psychologie der Massen mitgebracht von Le Bon. Ich weiß nicht, ob man es so sieht, man müsste eigentlich. Und da dachte ich spontan, hast du dich da vielleicht inspirieren lassen bei der Buchgestaltung, weil es zweimal hier diese Menschenmassen abbildet. Das war noch so eine Beobachtung. Das liegt ja auch nahe. Beobachtung. Sehr nah. Und die Entscheidung lag vielleicht auch beim Verlag. Ne? Ja, wir haben da schon viel diskutiert und viele Entwürfe dann durchgearbeitet fürs Cover. Und ich fand das halt, diese zu provozierenden Sachen sind halt auch nicht so toll. Und das ist halt diese Masse hier in dem Fall, ist sie halt relativ geformt, auf einen Mensch ausgerichtet. Hier ist dieser Mensch nicht zu sehen und hier hat man eher diese fragmentierte Masse, die aber trotzdem alle in eine Richtung eben schauen. Und ich finde es halt recht ästhetisch ansprechend, deswegen, ja. Ich würde gerne noch mal einen Punkt anbringen. Ihr habt ja jetzt diese Entwicklung dieser zur Manipulation einsetzbaren Massenmedien mit dem Radio irgendwie begonnen. Aber ich denke, die Entwicklung setzt viel früher an. Im 19. Jahrhundert und auch im 18. gab es vor dem Radio schon die Zeitung. Im 30-jährigen Krieg haben Flugblätter eine große Rolle gespielt. Und vielleicht davor letzten Endes die Predigten in den Kirchen. Also das Phänomen eigentlich durch verschiedene Medien die Bevölkerung zu lenken, ist viel älter. Ist uralt. Ja. Natürlich. Aber auch eben Massenmedien sind älter als als das Radio und diese auf vielleicht Elektrizität beruhenden technologischen Möglichkeiten des 20. Jahrhunderts. Aber man hatte, glaube ich, vor den elektronischen Medien oder zumindest vor der Zeitung nicht die Möglichkeit, eine unbestimmte Masse zu erreichen, oder? Da würde mir jetzt kein Ich glaube, man hat mit Flugblättern die Versuche auch schon gemacht. Wahrscheinlich fing es mit dem Buchdruck an, dass man das erste Mal wirklich Massen in dem Ausmaß erreichen konnte, dass sie wirklich manipulierbar sind. Es geht ja um so eine gewisse Gleichschaltung in den Köpfen, die du brauchst, damit das ein Massenphänomen überhaupt wird. Wenn jeder so sein Leben lebt und da wenig Kommunikation dazwischen ist, dann hast du diese Gleichschaltung in den Köpfen nicht. Ein Buch, was jeder auf dem Nachttisch hat, bewirkt aber genau das. Natürlich ging das dann mit dem Buchdruck los oder früher waren es halt die großen Stadien, wo die Leute hin sind, ins Kolosseum und dann wurde dort eben die Propaganda verbreitet. Aber du brauchst natürlich immer du musst möglichst viele erreichen. Ja, und das ist heute natürlich so einfach wie noch nie.
Und trotzdem denken wir, durch den Pluralismus und durch den freien Zugang zu allen möglichen Informationen funktioniert Propaganda heute schlechter. Ja, aber das Gegenteil ist wahrscheinlich der Fall. Ja, man muss halt immer schauen, quasi, was füllt unser Bewusstsein aus? Also wir haben 24 Stunden am Tag. Was kommt in dieser Zeit auf uns ein? Welche Eindrücke dringen auf uns ein? Und der durchschnittliche Deutsche konsumiert 9,5 Stunden Medien am Tag. Das heißt, er ist im Grunde nur am Schlafen, am Arbeiten, Medien konsumieren. Ich glaube, 3,5 Stunden Fernsehen, über 2 Stunden Radio ist auch sehr wichtig, weil das immer nebenbei läuft. Und es kommen immer nebenbei Botschaften auf einen ein. Und die prägen uns, ja. Und je nachdem, wie diese ausgerichtet sind, ändert das unser Bewusstsein, unsere Meinungen. Und die Masse ist ja selten nur in einem Raum und stimmt sich irgendwie gegenseitig ab, sondern man hat irgendein Ereignis, das dann aktuell passiert. Und zu diesem Ereignis hat erst einmal noch überhaupt keiner irgendeine Meinung, was ja neu ist. Und wenn dann aber eine bestimmte Medienberichte dann auftauchen, dann muss die Masse überhaupt nicht miteinander kommunizieren, sondern jeder denkt dann, ach, die Masse denkt so, weil es ja in allen Medien so ist, die Masse ja dann erreichen. Und die Kommunikation zwischen den Einzelnen findet dann eigentlich überhaupt nicht mehr statt. Es gibt ja auch diese feine Unterscheidung zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Mhm. Ja, genau, das halten eben dann viele für das. Gab es Zeiten, wo es keine öffentliche Meinung in dem Sinne gab? Das hatten wir ja auch gerade schon angesprochen, weil klar, über die öffentliche Meinung lassen sich ganze Gesellschaften lenken, weil das gibt es ja zum Beispiel auch, du hast die Elisabeth Nölle-Neumann aus den 80ern zitiert. Diese Schweigespirale ist zum Beispiel so ein Phänomen, an der man das ganz gut festmachen kann. Jeder weiß irgendwie so intuitiv, was die Masse denkt und was gesellschaftlich akzeptiert ist. Das muss er gar nicht veräußern können, das muss er gar nicht im Bewusstsein haben, aber man weiß so ungefähr, was die heißen Themen sind. Das wusste die letzten 3 Jahre jeder ganz genau, dass ich mich an einem Tisch mit unbekannten Leuten eher unbeliebt mache, wenn ich diese Corona-Maßnahmen kritisiere. Das wusste man auch, ohne dass man das tatsächlich vor einem Kumpel mal so ausgesprochen hat, ja, irgendwie fällt mir auf, dass man das irgendwie gar nicht ansprechen darf. Sowas wird viel subtiler gesteuert, nämlich über die öffentliche Meinung, die ganz klar gesetzt wird, weil man keine andere Information erhält. Es ist ja auch irgendwo eine Monopolisierung der Wahrnehmung. Ja. Ist aber die Frage, ob, gehen wir jetzt mal ins Mittelalter oder sowas, hat da jeder seine eigene Meinung gehabt? Du hättest jetzt gerade auch gesagt, die Kirche hat damals viel mehr vorgegeben. Naja, wir haben ja ein gutes Beispiel, zum Beispiel aus der deutschen Geschichte, Martin Luther. Der hatte jetzt eine Meinung mit seinen Thesen, die irgendwie dem Mainstream, dem damaligen, ziemlich entgegenstand. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es wirklich historisch so stattgefunden hat, aber es hat ja seine Thesen da an die Kirchentür genagelt. Und ich meine, so hat er seine Meinung veröffentlicht, ne? Die Kirche war der Raum und der Marktplatz, das waren die Möglichkeiten, wie man heute, also heute würde man sagen, er hat es gepostet. Also auch das ist so ein typisches Beispiel für Narrative, weil die Geschichte war nicht so. Genau, das ist eine umstrittene Geschichte, aber so wird sie jetzt tradiert, ne? Ja, es war nicht die Kirchentür, soweit ich weiß, sondern es war die Tür vom Hausmeister und der war eben nicht da, deswegen er wollte sie ihm übergeben, damit er sie dort im Prinzip schön in den Schaukasten hängt und er war halt nicht da, deswegen hat er sie ihm dem Hausmeister an die Tür genagelt. Ja. Und daraus ist dann das heutige... Diese Legende entstanden. Ja. Ich will mal auf diese 80 Methoden der Meinungslenkung hier eingehen. Ich überfliege die hier grob. Das sind ganz viele interessante Habe ich auch noch viele Fragen. Sachen dabei, wie Stereotypisierung oder Framing oder Verschweigen, Scheindebatten, Spaltung. Das sind solche Methoden, die hier aufgezählt sind. Aber wenn ich das hier überfliege, dann stelle ich fest, da sind auch ganz viele... Methoden ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber Dinge, die ich auch in den sogenannten alternativen Medien erkenne. Und da ist jetzt die Frage, wenn man einige dieser Methoden jetzt irgendwo erkennt, wo man feststellt, hier findet doch jetzt gerade, das ist doch klares Framing oder das ist Spaltung oder hier wird doch jetzt hier einfach mal die Hälfte der Information weggelassen, findet das nicht oft auch unbewusst statt? Also gar nicht bewusst, sondern dass man eben, wenn man jetzt publizistisch tätig ist, das eben einfach macht. Weil man ist ja nicht objektiv. Es gibt keinen objektiven Journalismus. Genau, zum Schluss bei diesen Techniken ist dann auch noch so ein Bereich, wo ich so ein bisschen über die Natur des menschlichen Denkens mir Gedanken mache. Aaron, du hast ja auch ein paar Videos dazu gemacht. Ne?
Und es ist eben so, dass wir manche dieser Techniken, also die beruhen auf bestimmten Dingen. Die eine ist Wahrnehmungsfilter quasi, die unser Gehirn ja braucht, um die Welt überhaupt verarbeiten zu können. Und dann die Bewertung unserer Umwelt, das ist auch instinktiv in uns verankert, dass wir bestimmte Dinge positiv, negativ bewerten, weil wir sonst überhaupt nicht überleben können. Und so sind manche dieser Methoden quasi bestimmte rudimentäre Dinge dieser Methoden sind quasi in jeder Kommunikation verankert. Ein bestimmtes Framing, jeder hat seine eigene Perspektive, jeder hat seine Sichtweise. Dann ein Agenda-Setting, wir reden immer über ein bestimmtes Thema, wir reden nicht über alle Themen gleichzeitig. Jeder hat eine Meinung. Genau. Ich seh eigentlich eine... Oder das Labeling, die bestimmten Begriffe, die man den Wörtern gibt. Man muss den Konzepten Begriffe geben. Das ist das Labeling, das kann man manipulativ einsetzen, aber es ist eigentlich Teil jeder Kommunikation. Mhm. Und da muss man halt, ja, man kann ohne diese oder Stereotypisierung, der Walter Lippmann, der das ja geprägt hat, der meint eigentlich, alles ist im Grunde ein Stereotyp. Wir kennen nie das Ding selber, sondern wir kennen nur eine Abstraktion, ein Stereotyp des Dings. Und in den Medien wird es dann nur so verdreht, dass es halt einen bestimmten Nutzen, eine Profit für den Medienschaffenden dann bringt. Also müsste man im Prinzip unterscheiden zwischen unbewussten Methoden, bewussten Methoden und bewussten Methoden mit böser Absicht. Ja. Ich sehe eigentlich in dem Buch und in dieser Idee, dass diese ganzen Methoden mal zu sammeln, auch eine große Chance. Zum einen hat man natürlich als Medienkonsument so die Chance, mal das, was man da vorgesetzt bekommt, zu hinterfragen. Aber es ist ja auch für Medienschaffende eigentlich ein tolles Werkzeug, sich selbst zu hinterfragen. Weil man ja auch dann anhand eben dieser ganzen Methoden, die du jetzt erklärt hast, schauen kann, wenden wir die an, ich meine unbewusst, weil es einfach passiert, weil es in der Natur der Sache liegt, wollen wir das dann überhaupt? Es kann ja auch sein, dass man sagt, ja, bei dem und dem Thema wollen wir frame und wir fühlen uns jetzt im Reinen damit, dass wir jetzt hier irgendwas frame, oder man sagt, nee, das war jetzt gar nicht meine Absicht, vielleicht müsste ich noch eine andere Meinung deutlicher auch mit einbeziehen. Aber das passiert, glaube ich, herzlich wenig, dass sich Medienschaffende so dezidiert mit ihren eigenen Erzeugnissen auseinandersetzen und selbst hinterfragen. Aber das wäre ja auch eine Chance, um eben die Medienlandschaft voranzubringen, jetzt vor allem auch die Alternativen, da mehr Qualität reinzubringen durch eine Art der Selbstkontrolle. Und dafür, finde ich, ist das auch ein tolles Werkzeug. Aber es setzt natürlich viel Disziplin und Ehrlichkeit voraus, um das dann auch anzuwenden. Es ist vielleicht ein utopischer Wunsch, dass es so wäre, aber die Chance ist zumindest da und die hast du ja dadurch erarbeitet. Die Selbstkontrolle und dann auch manche, ich habe ja gerade angesprochen, die Kampagne, es ist ja auch mit dabei, aber manche Methoden sind quasi einfach Möglichkeiten der effektiven Kommunikation. Wie kann ich eine Botschaft gut an den Mann bringen? Ne? Die Autorität ist ein extrem wichtiger Faktor bei jeder Manipulation, aber auch bei jeder Meinungserzeugung. Ich kann quasi, sich all dem absolut zu verweigern, das ist auch quasi nicht möglich, weil ich kann ja nicht sagen, ich tritt jetzt möglichst unseriös auf, nur um jetzt nicht irgendwie Autorität auszustrahlen. Ja, ja. Das ist eigentlich keine Option, sondern man muss sich wirklich fragen, ja, wie stehe ich da? Kann ich mit gutem Gewissens meine Meinung hier kundtun? Und ich denke, das Gegenmittel gegen Propaganda, das ist eben nicht, sich dem absolut zu verweigern, weil das geht überhaupt nicht. Das ist eine Technologie, die ist in der Welt, wie die Feuerwaffen und die Samurai, die haben dann mit Bogen gegen die Feuerwaffen gekämpft, aber das hat nicht dazu geführt, dass die Feuerwaffen aus der Welt verschwinden, sondern nur die Samurai sind dann verschwunden. Und man muss sich quasi sagen, ja, die Aufklärung ist eigentlich das Gegenmittel dagegen. Wir müssen versuchen, dass die Leute sich dem bewusst werden, sich in die Lage versetzt fühlen, das zu erkennen und dann sich selber da in Selbstreflexion zu hinterfragen, auch ein offener Dialog, der dann stattfindet. Und das wirklich, die massivste Propaganda oder die massivste Meinungslenkung ist im Grunde in diesem Zustand der Monopolisierung wirklich möglich. Also ohne diesen Zustand, dass quasi alle Sender ähnlich berichten, sodass man die überhaupt es für unmöglich hält, dass es andere Meinungen geben könnte. Das ist so das Massivste der Propaganda und ich denke, dagegen muss man halt arbeiten und versuchen, verschiedene Stimmen, verschiedene Sichtweisen dann in die Öffentlichkeit zu bringen, in deren Wettstreit sich dann wirklich eine ausgewogene Meinung ergeben kann und mit dann möglichst diesen Grundhandwerkzeug dann sich der Bürger dann die eigene Meinung bilden kann. Ja. Mich würde auch noch,
Wenn ich ja, noch eine Frage kurz stellen darf, die würde mich interessieren, bevor wir vielleicht dann auch näher auf einzelne Begrifflichkeiten und Methoden eingehen. Im Rahmen deiner Forschung und Recherchen, wen habt ihr denn vielleicht im 20. Jahrhundert oder auch in den letzten 10, 20 Jahren als so Hauptakteure, entdeckt, die eigentlich so Propaganda vorantreiben und aktiv betreiben? Also jetzt hinter den Medien, sind da gewisse Institute, die das erarbeitet haben? Gibt es vielleicht Konzerne, die immer wieder auftauchen oder Strukturen, wo man schon so, oder Politsysteme, wie auch immer, wo man irgendwie sagen kann, ja, da haben wir so Hauptakteure zurzeit. Also das ist ein Thema, das führe ich hier nicht ausführlich aus, aber da gibt es ja den Uwe Krüger, der sich da sehr gut damit beschäftigt hat, mit diesen transatlantischen Organisationen. Gibt es ja so ein Dutzend, die bekannteste Atlantikbrücke, aber dann noch German Marshall Fund, Aspen Institute und so weiter. Mhm. Und in Deutschland ist das, denke ich, so die Hauptstruktur, der man da auf den Zahn fühlen müsste. Und da gibt es die Friederike Beck auch noch mit ihrem Buch. Und gibt es einige sehr gute Analysen dann dazu, Hermann Plopper. Sind auch am Ende alle aufgeführt hier in einer sehr tollen Übersicht, fand ich. Genau, weil da denke ich halt, die haben das sehr gut beschrieben und da kann man dann auf die zurückgreifen. Ja, Uwe Krüger fällt mir gerade auch wieder auf. Ja, stimmt. Das war 2014, 15 Mainstream. Ja, genau, Mainstream und Meinungsmacht dann sein. Ja. Mainstream und Meinungsmacht. Ja, ich dachte gerade noch an diese Monopolisierung der Wahrnehmung führt zu einem gleichförmigen Denken und dann auch zu gleichförmigen Menschen, die sich eigentlich im Kern kaum mehr unterscheiden. Da sind wir auch bei einem ersten Begriff. Frank hat vorhin schon ein paar Sachen vorgelesen. Ich finde, wenn man hier so durchblättert oder scrollt sozusagen, dann kennt man auch manches, gerade auch so bei unseren Zuschauern ist der Begriff Framing bestimmt bekannt. Andere Sachen habe ich zum allerersten Mal gelesen oder fand sie auch einfach nur extrem interessant in dieser Auflistung. Und da war ich ja gerade schon so ein bisschen, zum Beispiel dieses Thema Entwurzelung und Pseudo-Individualismus, was sicherlich irgendwie ineinander greift. Inwiefern hat das auch mit Propaganda zu tun oder wird als Methode verwendet? Ja, genau. Ich würde diese Methoden hier in drei Kategorien teilen. Die eine, das sind die Methoden, die Meinungen erzeugen quasi. Das ist Framing, Agenda-Setting, diese Verwendung von bestimmten Grundtrieben in uns. Dann die zweite Kategorie sind diejenigen, die Meinungen zerstören, also unerwünschte Meinungen vernichten. Das ist dann Dämonisierung, Kampfbegriffe, Kontaktschuld. Damit kann man Gegner quasi klein halten. Und die dritte Kategorie sind die Methoden, die quasi eine manipulierbare Bevölkerung erzeugen. Also eine Bevölkerung, die grundsätzlich einfach gelenkt werden kann. Und das ist halt hier Ablenkung, also diese hedonistische Vergnügen, wo man im Grunde nur noch sich auf die Spaßgesellschaft konzentriert und für Politik überhaupt keine Zeit mehr hat und dann auch überhaupt kein Abwägen mehr stattfindet. Dann die Spaltung, dass man die Leute gegeneinander aufhetzt und dann teile und herrsche. Dann Atomisierung, dass man quasi die Menschen nur noch als in sein einzelnes Hamsterrad in seiner Wohnung dann. Er geht arbeiten, er schaut Fernsehen, er macht irgendwelche Vergnügungssachen, geht schlafen und es existiert im Grunde nur für sich allein. Da ist auch so ein sehr interessantes Zitat dann von Tocqueville drin. Ich weiß nicht, da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber. Und dann die Entwurzelung eben, also das Lostrennen nicht nur von den Mitmenschen um ihn, sondern auch von allen großen Ideen, von der Geschichte, von den Idealen, von den großen Menschen der Vergangenheit. Und wenn man im Grunde die großen Dystopien des 20. Jahrhunderts anschaut, also Orwell 1984, dann Schöne neue Welt, dann Fahrenheit 451 und Wir von Sam Yatin, da ist es im Grunde überall so, dass diese extrem entwurzelte Gesellschaft vorliegt, die nichts anderes mehr kennt, außer dieses zentralen Machtapparat und zur Vergangenheit extrem die Verbindung verloren hat. Fahrenheit 451 werden quasi die ganze Literatur dann vernichtet und alle Bücher, alle großen Begriffe. Und Orwell ist es ja auch so, dass die Sprache im Grunde so umgestaltet wird, dass das etwas außerhalb dieses Netzwerks, dieses Systems nicht mehr denkbar ist quasi. Genau. Da fiel mir gerade Brecht ein, da gibt es schon aus den 30er Jahren, glaube ich, dieses Gedicht Der politische Analphabet, wo er beschreibt, dass manche Menschen noch so ganz stolz drauf sind, ja, ich habe mit Politik wenig zu tun und interessiere mich da eigentlich auch nicht so für und mache eher so im Klein-Klein, lebe ich mein Leben. Aber dass man dann eben auch vollkommen aus dem Blick verliert, dass jemand, der politisch überhaupt nicht im Bilde ist,
auch lenkbar wird. Ja. Und dass eigentlich alles politisch ist, weil über jede Form von auch Vergnügen zum Beispiel politisch gesteuert werden kann. Aber ist nicht genau das, wenn man für sich entscheidet, ich mache lieber mein Klein-Klein und lass die mal machen, dass man dadurch eben weniger anfällig für die Manipulation ist, als wenn man sich jetzt einmischt, als wenn man politisch aktiv ist. Weil wenn du das tust, beziehst du irgendwann Stellung und bist drin im System. Das gab es ja schon beim 19. Jahrhundert in Biedermeier-Zeit, da hat man sich ja auch sonst private zurückgezogen aus politischer Resignation. Ja, wobei da wahrscheinlich eher bewusst, jetzt ist es ja eher unbewusst, weil man gar nicht mehr das Bewusstsein hat, sich aktiv zurückzuziehen. Also heute kannst du dich ja gar nicht mehr entziehen. Mhm. Ja, also. Ja, und das Private ist Politische, gibt es ja auch diesen, ist politisch, gibt es ja auch diesen, dieses Schlagwort. Ich hatte auch das Gefühl, dass also als destruktives Element während der Corona-Zeit viele Leute, weil man über nichts mehr reden konnte, weil man überall aneckte und irgendwie auch nicht so richtig rausgehen konnte, dass es eigentlich ein schlechtes Zeichen ist, wenn sich alles Leben ins Private verlagert und nur noch so in den eigenen vier Wänden stattfindet, weil dann eben auch darauf spielt ja eure Initiative an, Agora, der Marktplatz, der Austausch der Ideen, das geht alles verloren. Was mich auch noch mal interessieren würde, wir hatten jetzt viel über gelenkte Meinung gesprochen. Ich denke, dass aber in Bezug auf Propaganda es auch eine große Rolle spielt, dass Gefühle und Emotionen gelenkt werden. Also dass nicht nur eben durch vielleicht Fehlinformationen oder Framing jetzt gewisse Daten in die Köpfe gesetzt werden, sondern es werden ja Gefühle auch erzeugt. Welche Rolle spielt das? So, kannst du das näher erklären? Ja, absolut. Die Meinung, die speist sich ja quasi aus unseren Gefühlen zu und Abneigungen. Und es gibt ja ganz bekannt die Brutkastenlüge, wo dann quasi die erzählt wurde, die kleinen Babys wären da umgebracht worden und das dann als Kriegsgrund verwendet. Also immer wenn man so extrem emotionale Bilder dann in den Mittelpunkt drückt, dann ist das ein starkes quasi emotionales Druckmittel. Und dann auch für die Bekämpfung von Gegnern, die werden dann quasi als die Pathologisierung quasi als krankhaft dargestellt, sodass man sich mit denen am besten nicht auseinandersetzt, weil dann diese Krankheit überspringt. Und das ist ja im Grunde tief in uns verwurzelte Abwehrreflexe, die da wachgerufen werden. Dann, ja. Ja, es gab auch mal, das habe ich mal gelesen, ich glaube in der Bild-Zeit, Zeitung ist es ja nicht mehr, bei Bild ist es auf jeden Fall so, dass ja über Jahre schon öfter mal auf Wladimir Putin auf irgendwelchen Bildern gezeigt wurde und die wählten schon seit Jahren grundsätzlich Fotos aus, weil irgendwie grimmig guckt oder böse guckt und wenn sie jetzt einen US-Präsidenten zeigen, dann meistens mit einem Lächeln und einer freundlichen Geste. Man könnte ja von jeder Person des öffentlichen Lebens entsprechende Fotos raussuchen, wenn man da lang genug sucht. Und auch das war schon so ein auf Emotionen und ganz subtil abzielen, eine Manipulation in eine gewisse Richtung. Ja, absolut. Und da werden quasi dann auch so auch Stereotype dann erzeugt, ja, indem man bestimmten Bildausschnitt, bestimmten Gesicht auswählt. Ja. Und wie ist das eigentlich in Bezug auf Sprache? Du hast ja das Beispiel von Orwell genannt, wo es dann gar keine sprachliche Möglichkeit mehr gibt, sich dem System zu entziehen. Jetzt sehen wir in den letzten Jahren auch, finde ich, eine verstärkte Tendenz, wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Gendersprache denke oder überhaupt die Sprache, die so in den Medien benutzt wird, dass unsere Sprache immer weiter verengt wird. Ich habe das Gefühl, das hat ganz massiv Fahrt aufgenommen. Oder ich bilde mir das nur ein und das war früher auch schon so und ich war noch zu jung, um es zu merken. Also übrigens, weil es so gut passt, heute wurde das Unwort des Jahres gewählt und es wurde Klimaterroristen gewählt von diesem Institut für deutsche Sprache oder was da dahinter steht. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, dass dieses Institut natürlich sehr politisch unterwandert ist mittlerweile, weil diese Unwörter immer einer gewissen Agenda folgen. Wir hatten ja bei Nuoviso die Zuschauer mal gefragt und da war Steuerzahlerinnen, nee, Krankenschwesterinnen, was im Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich... Mitgehitlert? Ja, aber gewonnen, war weit im Kurs. Und war weit vorne. Gewonnen hatte Krankenschwester, Doppelpunkt-Innen. Ja, war noch irgendwas, fällt mir gerade nicht ein. Ja, und ich habe auch das Gefühl, also so ein Wort würde niemals Unwort das offizielle Unwort des Jahres werden, weil es ein tatsächliches Unwort ist. Wohingegen Klimaterroristen kann man dafür oder dagegen sein, aber es ist eigentlich ein Begriff, den man zumindest verwenden kann. Aber da ist nicht irgendwie an der Sprache rumgepfuscht worden oder sowas. Ja, zumal unsere Innenministerin ja selber gesagt hat, dass diese Aktion hier, letzte Generation und so weiter, schon jetzt mal vom Verfassungsschutz dann nochmal eventuell, die hat ja selber das Wort terroristische Vereinigung in den Mund genommen. Ja. Ach ja, echt? Ja, ja. ja.
dass man da jetzt mal prüfen muss und so weiter, dass das da durchaus nah ist. Von daher. Und ich denke auch, weil wir das schon hatten, diese, also sowohl Gender als auch, sagt man, Anglifizierung der Sprache, kann man, wenn nicht, dann habe ich das Wort gerade erfunden, die kann man ja auch beobachten, nimmt immer mehr Einzug und hat ja dann auch wieder was mit Entwurzelung zu tun und ja, diese Atomisierung irgendwie, dass die Lebensbereiche sich gar nicht mehr berühren, dass man noch nicht mal mehr die gleiche Sprache verwendet. Also ich merke auch, dass die Kluften zwischen den Generationen so größer werden, dass man sich früher noch konnte sich der Großvater mit dem Enkel unterhalten und man hat mehr oder weniger die gleichen Lebensbereiche gehabt. Mhm. Ich sag jetzt mal, im 19. Jahrhundert war der Opa und der Enkel war Metzger. So, und dann hat man mit den gleichen Fachbegriffe geredet und dann wurde vielleicht mal so ein neuer Beil erfunden oder sowas. Es war dann das Krasseste, was neu reinkam in die Realität. Und heutzutage, ich kann mich mit älteren Menschen kaum mehr unterhalten, weil die das Internet zum Beispiel nicht kennen. Also wenn ich mit jemandem rede, der nicht weiß, was YouTube ist, dann fallen irgendwie so 80% aller Themen, die mich interessieren, auf einmal weg. Das spielt ja alles in dieses Thema auch Sprache mit herein, weil man noch nicht mal mehr dieselben Begriffe verwendet. Vor allem dass es eine Generationskluft gibt. Ich glaube, das ist spätestens so seit der 68er-Zeit ganz massiv in Deutschland. Und das war damals ja auch über gewisse Institute gesteuert, ist vielleicht übertrieben, aber massiv angeregt und gefördert worden. Wir haben hier auch noch den Begriff, der ist mir besonders aufgefallen, Subversion, den du auch anführst. Ich hatte dann mal nachgeschaut, was das eigentlich heißt, weil ich hatte mir unter Subversion oder subversivem Verhalten oder Marketing hatte ich mir immer sowas vorgestellt wie sowas Unterwandertes oder sowas. Ich hatte jetzt nochmal geschaut, als lateinisch heißt es tatsächlich Umsturz oder Zerstörung. Wie verstehst du den Begriff oder inwiefern spielt es eine Rolle bei Propaganda für dich? Was hast du da rausgefunden? Ja, genau, da beziehe ich mich eben auf dieses Aristoteles-Zitat über den Tyrannen. Und der herrscht eben leichter, indem er die Strukturen, die eine Gesellschaft quasi einigen und die ihr Kraft verleihen, untergräbt, zerstört, um dann quasi nur noch sein Gewaltmonopol zu haben. Und unten drunter gibt es eigentlich überhaupt keine anderen Strukturen mehr. Das sieht man auch vor der französischen Revolution. Der König hat im Grunde den Kleinadel da zerstört, sodass es keine Konkurrenz mehr, keine Machtkonkurrenz zu ihm gibt. Und indem man eben die Menschen gegeneinander aufhetzt, gegeneinander ausspielt, dieses Spaltungsprinzip und sie auch von der Bildung, von wirklicher Bildung dann entfernt hält, sodass sie sich überhaupt keine Themen mehr wissen, über die man dann diskutieren könnte. Und auch das Selbstbewusstsein untergräbt, sodass man denkt, ja, ich weiß ja eh nichts. Die Politiker, die werden das schon alles richten, die wissen das besser als ich. Und die da oben, die machen das quasi. So untergräbt man die Strukturen, die quasi sagen würden, ja, ich stehe jetzt hier und ich habe eine Meinung und die will ich verwirklichen und die will ich wirklich sehen. Oder wir haben eine Gruppe, mit der wir zusammen irgendwas machen. Und indem man diese Prozesse zerstört, untergräbt, hat man eben quasi, kann man leichter herrschen. Und das hat eben da der Aristoteles schon beschrieben. Ja. Von diesen drei Unterscheidungen dieser Propagandabegriffe, die du vorhin aufgeführt hast, in welche würde die dann fallen? Die Erleichterung quasi, den dritten Bereich. Ja, genau. Also was im Endeffekt erst diese Grundlage schafft, um eine Bevölkerung dann zu lenken zum Beispiel. Mhm. Ja. Okay, krass. Ich hatte tatsächlich auch noch nie gehört von dem Overtonfenster, das Verschieben des Overtonfensters. Kannst du es auch mal erläutern? Irgendwie das? Ja, genau. Das Overtonfenster ist ja quasi der Bereich, der in der öffentlichen Meinung oder in der wahrgenommenen öffentlichen Meinung als sagbar gilt. Und das Zentrum ist quasi die Regierungsmeinung. Und das ist quasi der gesellschaftliche Konsens, wie man ihn versteht. Und etwas außerhalb des Overtone-Fensters, da würde man sich mit einer fremden Person nicht unbedingt drüber zu reden, weil man denkt, die denkt wahrscheinlich negativ über dieses Thema. Und etwas innerhalb, da kann man gut dann drüber reden. Und die Medien haben eben eine große Macht, dieses Overtone-Fenster zu definieren, wenn sie einheitlich berichten. Weil wenn immer nur eine einheitliche in den großen Berichterstattungen, in den großen Medien stattfindet, dann denkt jeder, ah ja, dieses Thema ist jetzt so akzeptabel, wie es dort gezeigt wird. Und deswegen kann ich gut darüber diskutieren. Wenn jemand eine andere Meinung hat,
dann denkt er eher, ich stoße da eher irgendwo an und halte mich zurück und diese Schweigespirale kommt dann in Gang und man schweigt und das Thema quasi wird noch weiter außen vor gedrängt und man kann das quasi verengen, dieses Fenster, wenn man quasi ein Thema hat, das eigentlich für diskutabel gilt, aber dann medial extrem Angriffe auf dieses Thema fährt, sagen, nein, diese Begriffe darf man nicht verwenden und die Leute, die damit assoziiert sind, sind böse und so weiter. So kann man das dann aus diesem Overton-Fenster rausschieben und die Personen trauen sich immer weniger drüber zu reden. Oder wenn man ein Thema hat, das verpönt ist, kann man sagen, ja, man macht mediale Berichte und sagt, nee, dieses Thema ist eigentlich gut und hier, da muss man drüber reden und es gehört sich jetzt, dass man da das anspricht und die Leute, die damit assoziiert sind, sind gut. Dann wird es quasi in diese Richtung erweitert. Und man irgendwann wird es zur Norm. Zum Beispiel das Gendern, das war vor einigen Jahrzehnten absolut kein Thema. Und dann wird es überall quasi zu publik gemacht, wird zum Thema und das ist jetzt notwendig und das ist gut und wichtig. Und dann wird in dieser Hinsicht das Overton-Fenster so erweitert, dass irgendwann die, die es nicht mehr machen, außen stehen. Und genau. Du hast hier ja wirklich abgefahrene Methoden auch so zusammengetragen. Und da gibt es auch einige, die sind mir bekannt und andere, wo ich dann auch echt so schmunzeln muss. Du hast hier den Punkt Dressur als Methode, weil das finde ich abgefahren. Erklär uns das doch mal. Ja, das habe ich vom Alexis de Tocqueville aufgeschnappt. Und das ist quasi, wenn man eine, er spricht da von ein Netzwerk kleiner und verwickelter Regeln, in die die Menschen dann eingewebt werden. Also lauter Normen, die im Grunde den Alltag durchdringen und die Schule und die Lehrer, die im Grunde nur darauf schauen, dass man die vorgegebenen Aufgaben erfüllt und Gesetze, die dann ins Privatleben eingreifen und im Grunde nur noch ein Gehorchen auf bestimmte Signale im Alltag stattfindet. Also kommt man mir hat ja fast bekannt vor. Man lauter Bürokratie und so weiter und man ist im Grunde in seinem ganzen Privatleben nur damit beschäftigt, irgendwelchen Befehlen von oben zu gehorchen. Und der Tocqueville sagt, eine Bevölkerung, die im Grunde so eingespannt ist in diesem kleinen Gehorsam, die kann dann auch bei der Wahl nicht so einen Tag daraus heraustreten und sagen, jetzt bestimme ich, was die Regierung zu tun hat, sondern die ist im Grunde in einem Mindset, wenn wir jetzt bei den Anglizismen sind, in einem geistigen Zustand, der sie in diesem Gehorsam im Grunde hält und dieses Hinterfragen von bestimmten Normen wird immer schwieriger, je mehr es davon gibt und je mehr Regeln es gibt, an die man sich im Alltag quasi halten muss. Also quasi die Gehorsam im Alltag erschwert im Grunde dann auch oder verunmöglicht irgendwann das souveräne Denken und die souveräne Bestimmung dann über die großen Angelegenheiten im Staat, ja. Ich habe auch manchmal das Gefühl, Bürokratie und überbürokratische Prozesse, wo der Mensch eigentlich nur noch so ein Zahnrad ist und irgendwie die ganze Zeit irgendwas einreichen muss und irgendein Formular braucht und das noch besorgen muss, damit irgendwas angemeldet werden kann, sind auch irgendwie so, ist natürlich jetzt Verschwörungstheorie, fast schon Möglichkeiten, uns beschäftigt zu halten. Also wer irgendwie immer hört oder wer mal im Ausland ist, der merkt ja, teilweise wird da alles online geregelt und digital, sogar sowas wie ein Personalausweis irgendwie neu zu machen oder eine Ummeldung jetzt, ich erfahre es gerade mit meinem Umzug, du stehst manchmal vor so einem Berg von Aufgaben und hast fast schon das Gefühl, wie in Brazil von Terry Gilliam fällt mir da als Film ein, wo dieser ganze bürokratische Apparat die Menschen nur noch beschäftigt hält und zu so einem Selbstzweck geworden ist. Da musste ich gerade dran denken, als du von Dressur geredet hast. Und bei Dressur denke ich auch irgendwie so an diesen Pavlovschen Hund irgendwie. Ein Bekannter hat mir mal gesagt, Bürokratie ist Nekrophilie, die Liebe zum Toten. Und da ist was Wahres dran. Ja, ich fand Dressur einfach irgendwie unheimlich relevant, weil du hast es auch perfekt auf den Punkt gebracht. Ja, es kommt sehr bekannt vor, wir haben es die letzte Zeit alle erlebt. Du hast ja auch echt tolle Sachen, wenn ich noch mal so ein bisschen Beispiele rausnehmen darf. Leere Behauptungen hast du als eine Technik oder eine Methode. Was verbirgt sich dahinter? Ja, quasi in der Talkshow oder zum Schluss geht es auch ein bisschen so um die Rhetorik dann noch. Einfach irgendeine Behauptung in den Raum zu stellen und die felsenfest quasi zu behaupten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Talkshow das war, aber irgend so eine
Klimaaktivistin hat irgendeinem anderen vorgeworfen, er ist jetzt ein Nazi und er ist jetzt hier und da und dann immer wieder felsenfest drauf beharrt und der hat sich dann nur noch verteidigt und so und dann natürlich in die passive Position gebracht, obwohl es absolut im Grunde aus der Luft gegriffen war. Aber wenn man das nur felsenfest behauptet, die leere Behauptung ohne jeden Beweis, sagt der Le Bon auch, das ist das sicherste Mittel der Massenseele, eine Idee einzuflößen, also weil es quasi Autorität vermittelt. Ich bin jetzt in der Lage, diese Sache so festzustellen und ich brauche dafür keine Beweise, ich sage das jetzt euch und dann glauben das die Leute erstmal. Und wenn dann man in der Diskussion jemanden gegenüber hat und man wirft ihm irgendwas an den Kopf, das jetzt eigentlich haltlos ist, dann denkt er sich erstmal, und wenn er dann passiv versucht, erstmal sich zu verteidigen, dann ist er schon in der passiven Position, du bist aggressiv und du hast schon gewonnen. Ja, das ist wie bei so Hexenprozessen damals, wenn man gesagt hat, die ist eine Hexe, dann musste diese Person das Gegenteil beweisen. Und nicht der Ankläger. Ne? Was hatten wir letztens als Begriff? Umkehrung der Beweislastumkehr war auch zur Wahl gestanden beim Unwort des Jahres. Das ist auch ein guter Punkt, weil wir haben in der Juristerei vor Gericht haben wir ja eigentlich genau andere Prinzipien, um diesen ganzen Mechanismen zuvorzukommen. Ne? Dass zum Beispiel Zweifel im Sinne des Angeklagten, dass man das erstmal alles beweisen muss. Aber diese Prinzipien werden nicht auf die Medienlandschaft sozusagen angewandt, obwohl man sie in der Rechtsprechung schon erarbeitet hat. Ja, das ist quasi auch noch so ein Thema, Demokratisierung der Medienlandschaft. Wie schafft man das eigentlich? Ja. Kann man sich der Propaganda irgendwie entziehen? Also wenn wir jetzt schon feststellen und diese 80 Methoden, und es gibt ja darüber hinaus sicherlich noch mehr, aber das ist ja schon mal wirklich ein sehr guter Leitfaden, wenn man das verinnerlicht hat. Kann man sich dem irgendwie noch entziehen oder ist es tatsächlich nur mit... Also so zu bewerkstelligen, dass man sich voll und ganz darüber bewusst ist, was ja auch eine gewisse Medienkompetenz erzeugt. Also das ist ja, sollte fast schon zum Standardwerk für Medienkompetenz sein. Das müsste eigentlich in der Schule vermittelt werden. Ja, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Das ist eigentlich ein Schulbuch. Weil du sagst ja selber, wenn man sich diesen Methoden bewusst ist, dann verlieren die ihre Wirkkraft. Nicht komplett, aber man ist zumindest in der Lage, sie zu erkennen, diese Mustererkennung. Das ist, was ist Sprache eigentlich? Sprache sind Muster, quasi hier auf dem Papier ein Muster oder ein Muster in der Luft, die Schwingung. Und dieses Muster wird von unserem Gehirn erkannt und mit einem anderen Muster assoziiert. Also ein komplexeres Muster. Glas ist jetzt quasi einfach eine Schwingung im Kopf, wenn ich das in der Luft, dass ich dich ausspreche, die wird dann assoziiert mit einer Erfahrung, die wir früher gemacht haben. Und so sind diese Propagandamethoden, diese Überbegriffe Framing. Wenn jemand noch nie den Begriff Framing gehört hat, dann hat er quasi keine Kategorie, keinen Begriff dafür und erkennt dieses Muster dann auch nicht, wenn es in seinem Alltag auftritt. Und deswegen muss man quasi diese Wörter und die dazugehörige Muster, wie läuft das so, sich verinnerlichen, kennen und dann wird es auch im Alltag erst sichtbar. Das ist so der Ansatz. Man spricht ja auch vom Mediendschungel. Und um mal bei diesem Bild zu bleiben, wenn wir jetzt in den echten Dschungel reingehen und sind irgendwie ein naiver Tourist, dann erfreuen wir uns an den Schmetterlingen. Und der Fährtenleser, der wirklich sich da auskennt, würde irgendwie anhand von ein paar umgeknickten Grashalmen uns sagen können, oh, hier ist aber ein Tiger in der Nähe, pass mal auf. Ne? Es gibt wahrscheinlich auch das Übererkennen von Mustern. Ich habe mal einer so ein teures Duschgel geschenkt, irgendwie zum Geburtstag, und sie hat mich gefragt, ob ich finde, dass sie stinkt. Ja, das wäre dann das ist Projektion. Das gehört eher in diesen Themenkreis männlich-weibliche Kommunikation. Das ist noch mal ein eigenes Problemfeld. Dafür habe ich noch keine Patentlösung. Ja, okay. Die meisten dieser Methoden kommen ja auch nicht alleine daher, sondern in Kombination. Ja. Das, was das Ganze ja noch schwieriger macht. Und wahrscheinlich ist es zumindest in einigen, also oder anders gesagt, wir wissen ja, dass sich Geheimdienste schon ewig mit diesen psychologischen Hintergründen auseinandersetzen. Stichworte wie MK-Ultra oder irgendwelche Versuche, von denen wir nichts Genaueres wissen, außer dass sie stattgefunden haben. Und mit Sicherheit sind da auch gewisse Erkenntnisse herausgesprungen, die dann angewendet werden. Aber kann man denn, oder anders gefragt, jetzt ist die Frage, ist es so, wie es ist in Politik, Medien und Werbung, weil das auch eben menschliche Methoden der Kommunikation sind, die wir einfach alle anwenden, weil wir eben so sind, wie wir sind? Oder befinden wir uns mittlerweile wirklich in so einer dystopischen Welt, wo diese Methoden auch wirklich ganz bewusst und dann muss man eben auch konstatieren, in böser Absicht
angewendet werden, um eben diesen faschistoiden Superstaat zu erreichen. Ist das eine Dystopie oder sind wir auf dem Weg dahin? Also das ist immer die große Frage. Ja, man muss sich halt aus der eigenen Erfahrung heraus betrachten, ja, wie unterscheiden sich im Grunde die ganzen großen Medien, wie unterscheiden sich die großen wichtigen Parteien letztendlich voneinander. Und da gehen mal die einen, dann die anderen. Was kommt dabei raus? Was ist wirklich der Unterschied? Da liest man die eine Zeitung, die andere. Was ist da wirklich der fundamentale Unterschied? Und dann sieht man auf der anderen Seite, ja, es gibt alternative Medien, da werden dann Dinge diskutiert, schon seit Jahrzehnten im Grunde. Die findet man in diesem ganzen Riesenbereich der Etablierten im Grunde nicht wirklich. Aber das sind nur die Themen anders. Die Methoden sind gleich. Es ist nur ein anderes Agenda-Setting. Ja, deswegen muss man sich letztendlich auch fragen, ja, was nützt mir, was bringt mir dann mehr Freiheit oder mehr, wo kann ich mich besser verwirklichen und was schadet mir letztendlich und was ist auch näher mit an der Wahrheit, weil wo ist quasi der Fokus aufs Wichtige besser gesetzt, da muss man dann ja vergleichen und dann kritisch beurteilen, ja. Das ist sehr, sehr schwierig, weil wir machen ja auch immer die Erfahrung, dass dadurch, dass das eben so überhaupt gar keine Rolle in der Bildung spielt, es gibt kein Schulfach Propaganda und Aufklärung, ist es verdammt schwer, ein Publikum zu erreichen, was noch nicht mal die Grundlagen kennt. Das ist so das Problem. Also auch Konsumenten der alternativen Medien bestehen aus Menschen, die aus Eigeninitiative irgendwann mal angefangen haben oder einfach den Drang verspürt haben, mehr wissen zu wollen, die Welt besser zu verstehen oder die irgendwann mal auf eine Ungereimtheit gestoßen sind. Bei vielen Menschen ist es zum Beispiel die Tatsache, dass da 400 Meter hohe Türme in 10 Sekunden zusammenfallen. Das bei mir ist mal ein Scheinwerfer vom Himmel gefallen. Viele nicht verstanden und die haben dann eben nachgeforscht und so damit einen Erkenntnisprozess in Gang getrieben, der aus Eigeninitiative kam. Aber das, wie viele sind das? 10-15% der Bevölkerung, so nach meiner Wahrnehmung, was sogar schon viel ist, das war mal weniger. Aber trotzdem ist es der großen Mehrheit ja noch nicht mal bewusst. Die wissen ja noch nicht mal, dass sie manipuliert werden. Das ist das Problem. Wenn dann viele sagen, ja mein Gott, ich nehme es halt hin, ist der bequemere Weg, kostet mich weniger Denkarbeit. Aber die meisten wissen es ja noch nicht mal. Ja genau, und ich glaube, da muss man sich dann auch über die Technologie der Informationsverbreitung dann nochmal Gedanken machen, wie kommt man überhaupt an die Leute ran, dass die anstatt quasi 9,5 Stunden irgendwas anderes vor Augen haben, dann mal vielleicht für ein paar Minuten die andere Perspektive dann zu Gesicht bekommen. Und da habe ich mir das Konzept Wirkungsebene oder Wirkung, welche Wirkung hat eine bestimmte Kommunikation? Und das ist eben nicht nur auf die Sache zurückzuführen, mit quasi wie, welche sachlichen Argumente hat man, welche Analysen hat man. Man kann Recht haben mit bestimmten Dingen, aber trotzdem nicht gehört werden, weil die Wirkung fehlt quasi, weil man, und da spielen andere Sachen dann, denke ich, noch mit rein. Das ist dann die Emotion. Welche Emotionen rufe ich in den Medienkonsumenten wach? Dann die Reichweite. Wen erreiche ich überhaupt? In welche Ohren, in welche Augen kommt meine Information? Dann das Thema. Welches Thema spreche ich überhaupt an? Autorität. Wen stelle ich da? Manchen wird eher vertraut, manchen dann weniger, je nachdem. Dann auch die Zeitpunkt, also wann kommuniziere ich etwas und wie oft. Wenn ich jetzt quasi über den Vietnamkrieg aufklären will, dann ist man ein bisschen spät dran, so. Aber wenn man dann über andere aktuellere Themen, da ist dann der Zeitpunkt auch entscheidend teilweise. Dann der Ort, wo kommuniziere ich es, durch welches Medium kommuniziere ich es, das ist alles auf die Wirkung dann einflussreich. Welche Gegendarstellung habe ich, also wer greift mich jetzt zum Beispiel an oder wer behauptet irgendwas anderes. Und dann die psychologischen, sozialen Rahmenbedingungen. Was ist quasi vorher im Kopf schon drin, da ist dieses Prinzip kognitive Dissonanz, wenn jemand quasi extrem eine andere Meinung schon seit Jahrzehnten gehört hat und dann kommt irgendwas, das dem extrem widerspricht, dann ist für das unter Umständen erstmal zur Ablehnung, um sich da quasi nicht zu sagen zu müssen, ich habe jetzt da ewig lang in irgendeiner falschen Vorstellung gelebt. Und die sozialen Rahmenbedingungen, das ist dann diese Gruppenzwangssache. Und wenn man quasi das alles mit einbezieht, dann muss man schauen, welche Wirkung hat letztendlich dann die Kommunikation. Und ich denke, eine wichtige Sache ist halt erstmal, den Draht zur Masse, zu den zig Millionen herzustellen, um bestimmte Begriffe und bestimmte Themen erstmal zu sagen, ja, ich treffe eine Person auf der Straße und ich kann davon ausgehen, dass sie weiß, was mit diesem Begriff gemeint ist, obwohl ich mit der noch nicht geredet habe, wie du schon gemeint hast. Was ist in diesem Kopf? Ich sitze Leuten gegenüber und ich mache mir immer quasi eine Vorstellung, was könnten die
wissen, was könnte denen ihr Vorwissen sein, obwohl ich es noch mit ihnen noch nicht geredet habe. Und da ist halt diese Wahrnehmung der öffentlichen Kommunikation und zu wissen, ja, diese Kampagne oder diese Medien haben jetzt zig Millionen erreicht. Ich kann davon ausgehen, dass diese Themen, die dort angesprochen wurden, allgemein bekannt sind. Und das ist diese Ebene, wo dann tatsächlich die öffentliche Meinung zustande kommt. Und ich denke, da sollte man halt versuchen, dann diese Themen mal so in die Öffentlichkeit zu tragen, dass man davon ausgehen kann, ja, jemand, dem man gegenübersteht, den man nicht kennt, der weiß aber, wovon gesprochen wird. Und ich kann hier eine Diskussion erstmal anbringen und ich kann auf einer bestimmten Diskussionsgrundlage erst einmal aufbauen. Und dann kann sich da mehr draus entwickeln. Aber wenn man quasi noch bei Null anfangen muss, dann ist es halt sehr schwierig. Ja. Ich habe noch eine Frage, die ich für relevant halte und interessant finde. Wenn wir jetzt über Herrschaftsstrukturen nachdenken, wenn sich jetzt eine Tyrannenherrschaft beispielsweise herauskristallisiert, bildet oder wie jetzt bei dem französischen Sonnenkönig, der dann seine absolute Macht monopolisiert hatte, dann kann der ja in dieser Position andere Propagandatechniken anwenden aufgrund seiner Machtfülle, als er anwenden konnte auf dem Weg dorthin beispielsweise. Oder denken wir an Adolf Hitler auf dem Weg zur Machtergreifung. Das heißt, die Propagandatechniken verändern sich vielleicht ja auch mit dem Zustand, in den eine Gesellschaft schon geraten ist. Oder mit den Möglichkeiten. Und den Möglichkeiten. Und mich würde interessieren, ob man anhand der momentan eingesetzten Propagandatechniken vielleicht schon so ein bisschen ablesen kann, wo wir uns auf dieser Reise hin, sage ich mal, in die Dystopie momentan befinden. Also bei Orwell 1984 sind wir ja offensichtlich noch nicht ganz angekommen. Wir sind irgendwo davor, aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Wo befinden wir uns da? Kann man das anhand der bevorzugten Propagandamethoden irgendwie ablesen? Oder... Ja, das ist ein guter Gedanke, da habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ja. Mir fällt spontan die Algorithmisierung ein als ein Phänomen, was es auf jeden Fall vor 20 Jahren noch nicht gab, dass dir Inhalte angezeigt werden, nur aufgrund deiner bisherigen Nutzererfahrung oder wie man das nennt. Und viele Leute sagen ja, dir wird irgendwann die Spiegel-Online-Seite anders angezeigt als mir zum Beispiel. Und das geht ja alles in diesen Bereich Targeted Marketing so. Ja, da sprichst du auch einen interessanten Bereich an, weil diese mit den Algorithmen, es hängt auch letztlich mit der Kybernetik zusammen. Genau, sehr interessant, ist ja im 20. Jahrhundert die Kybernetik als neue Wissenschaft entstanden. Einer der großen Vordenker war Norbert Wiener, ein Mathematiker aus den USA. Und Kybernetik kommt, jetzt weiß ich, bin nicht in Altgriechisch so gut, aber von dem Begriff Steuermann auf Altgriechisch. Das geht um Steuerung und Rückkopplungsprozesse. Und der Norbert Wiener, wie gesagt, der da Vordenker war, hat auch davor gewarnt. Hat ein Buch geschrieben, ich glaube auf Deutsch hieß das Mensch und Maschine. Oder Mensch und Maschine, irgendwie so. Eben davor, dass diese Konzepte letztlich über Steuerung von Maschinen auch auf Menschen und Gesellschaften übertragbar sind und dass wir auch so funktionieren und man uns so steuern kann und dass die Tendenz der Entwicklung auch in diese Richtung geht. Man hat ja zum Beispiel dieses Phänomen, und ich glaube, das ist noch nicht sehr alt, ein, zwei Jahre, dass nicht mal mehr ganze Videos produziert werden, sondern dass es diese Reels gibt, also auf TikTok, auf Instagram, eigentlich nur noch dieses schnelle Weiterscrollen. Videos, die von vornherein nur auf so 5 bis 15 Sekunden angelegt werden. Und ich glaube, es gibt auch irgendeine Zahl, ich glaube, alle 7 Sekunden ist man irgendwie schon wieder am Weiterscrollen. Mir hat mein Kumpel, der auch eher so aus der IT kommt, erzählt, das ist allein schon gut für den, der Algorithmus braucht nicht mehr, du musst nicht mehr eine ganze Sendung Wer wird Millionär anschauen, und dann merkt der, dann merken die, okay, das hast du jetzt gerade zu Ende geschaut und das hat dich interessiert, sondern mittlerweile reichen 5 Sekunden, okay, auf diese, was weiß ich, Frau bist jetzt gerade zum Beispiel angesprungen. Das ist ja das, was vor allem dort angezeigt wird. Dann scrollst du weiter und es reichen schon diese, bleibst du dran, 3-4 Sekunden oder scrollst du direkt weiter. Und es gab diese Messung, fand statt, hat dich interessiert, hat dich reingezogen, kann dir weiterhin angezeigt werden, wird dir jetzt vermehrt angezeigt. Also das sind ja alles Techniken, die haben wir in der Zeitung früher nicht gefunden, die konnten wir im Radio und Fernsehen nicht so anwenden, wo jetzt eben genau die Möglichkeiten der Digitalisierung, der Softwares, der Zahlen, der Maschinen, der Kybernetik reinspielen. Und die Aufmerksamkeitsspannen werden halt auch immer kleiner. So in meiner Zeitung, da muss man auch an den ganzen Artikel, also vorher hat man Bücher gehabt, ne, da musst du wirklich den
die alten Bücher dir holen, was ich extrem wichtig finde, quasi sich zu den Klassikern mal zurückzufinden und da quasi ein Fundament wirklich zu erarbeiten, das über Jahrhunderte, Jahrtausende im Grunde steht. Dann hat man Zeitungen, das ist dann schon wieder tagesaktuell, aber man hat immer noch was, das man lesen muss. Dann Radio, das läuft dann so nebenbei und dann Fernsehen, zappt man immer weiter und jetzt nur noch diese Reels. Ne? Und jemand, der dann nur in diesem psychologischen Zustand ist, dann so kurz Dinge anzuschauen und dann wieder weiter. Ich glaube, da wird es dann auch irgendwann schwierig, überhaupt ein Buch nur in die Hand zu nehmen und es dann durchzuarbeiten und so weiter. Ja. Das schottet halt dann auch ab von wirklichen wichtigen Informationen. Ja. Ist ja auch eine extreme Entkontextualisierung oder Dekontextualisierung. Den Begriff habe ich zumindest bei Mausfeld auch schon mal aufgeschnappt. Du hast ihn, glaube ich, übernommen. Dass nichts mehr in irgendeinem Zusammenhang steht. Das geht ja auch wieder in Atomisierung der Gesellschaft rein. Und Aufmerksamkeitsspanne ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, auch ein ganz großes Problem unserer Zeit. Nicht natürlich nur in unserem Land, sondern eher so der westlichen Welt. Ich glaube, wir hatten es vorhin hier noch mit irgendwie im Smalltalk-Vorgespräch, dass man teilweise keine Filme mehr zu Ende schauen kann, ohne dass man nebenher das Smartphone rausholt und irgendwas anderes noch konsumieren muss. Die Zahl der Menschen, glaube ich, die ganze Bücher zu Ende liest, geht auch zurück in den letzten Jahrzehnten. Also dadurch gibt es immer weniger so einen Gesamtüberblick über zum Beispiel historische Zusammenhänge. Ich bin auch der Meinung, man sollte eigentlich viel öfter auf so Klassiker zurückgreifen, weil damals auch noch viel unaufgeregter die Zeit beschrieben wurde oder gewisse gesellschaftliche Strukturen vielleicht beschrieben wurden. Daher geht dein Buch ja auch eher in diese Richtung, so ganz unaufgeregt einfach was zu sammeln. Genau, das ist ein ganz wichtiges Stichwort auch unserer Zeit. Früher hatte man eben auch die Zeit, ein Buch zu lesen oder zu schreiben, weil da die Ablenkung nicht so groß war. Und da ist es ganz natürlich, dass das unaufgeregt geschieht, weil du hattest keinen Grund, früher rumzuschreien. Heute musst du laut schreien, weil egal, was du raushaust, so nenne ich es jetzt mal, wird 5 Sekunden später schon wieder von irgendjemand anderem übertönt. Also wenn du Gehör haben willst, musst du schreien, ja, das ist die Erfahrung und das machst du dann auch. Aber genau dadurch fehlt dann eben auch die Zeit für die Tiefgründigkeit. Wenn irgendwo was passiert, muss ja jedes Medium das Erste sein, was darüber berichtet, weil es weiß, morgen ist das Schnee von gestern. Aber vielleicht wäre es gut, mal bis morgen zu warten und die Hintergründe zu recherchieren, weil morgen wird der Beitrag über das, was heute passiert ist, besser, als wenn ich das jetzt sofort raushauen muss. Und dadurch hast du ja auch diese extreme Qualitätsminderung in Medien. Ne? Es ist wie so eine Art Pferderennen. Ja? Mhm. Es passiert was und am Abend ist die Nachricht schon wieder vergessen, weil das nächste passiert. Und dadurch liest du eben auch kein Buch mehr zu Ende. Ja? Heute dieser hohe Takt, diese enorme Frequenz hält uns davon ab. Weil wenn du jetzt ein Buch liest, dann hast du das Gefühl, du verpasst gerade 1000 andere Sachen. Mhm. Und dieses Gefühl hattest du früher. Aber das ist ja individuell. Also ich lese Bücher. Das ist bei jedem so, aber das ist nicht individuell. Das ist dieses Gefühl, das dem unterliegt jedem. Ja, das ist jetzt kein Charakterding, sondern diese Frequenz ist nun mal so hoch. Deswegen, du hast das vorhin gesagt, kann auch heute Enkel mit Opa nichts mehr anfangen und umgekehrt, weil die Ereignisdichte so hoch ist, dass innerhalb einer Generation sich schon die ganze Welt plötzlich auf den Kopf stellt. Das war eben früher nicht so. Also ich, um ein bisschen bei dem, was du jetzt mit dem Pferderennen und dem lauter Schreien beschrieben hast, um das mal vielleicht in einem Bild weiter auszuführen. Ich habe auch das Gefühl, wenn wir uns mal die Klasse, so eine Idealstadt vorstellen, dann gab es den Marktplatz, es gab aber auch vielleicht das Kloster, einen Ort der Kontemplation und der Ruhe und die Universität. Und durch diese Explosion auch der Medien und der digitalen Medien scheint es mir so, als wäre der Marktplatz einfach so groß geworden, dass er all diese anderen Institutionen geschluckt hat und verdrängt hat, wie so ein Unkraut, was wuchert. Und deshalb sind eben diese Marktplatzgesetze, wo es schon eh und je den Marktschreier gab und wo Gerüchte rumgingen und Fehlinformationen. Genau, diese Prinzipien haben sich jetzt irgendwie der gesamten Gesellschaft übergestülpt und sind dominierend geworden, während vielleicht die Regelwerke anderer Gesellschaftsbereiche immer kleiner geworden sind. Ja, ich hatte auch gerade direkt an so Thumbnails und diese reißerischen Titel irgendwie gedacht, die wir auch irgendwo, die in den Medien tätig sind, alle benutzen und anwenden. Wahrscheinlich hätte Gustave Le Bon sein Buch heute "Ich habe Psychologie der Masse studiert und das ist dabei passiert" irgendwie genannt, weißt du? Weil das hast du früher nicht gebraucht, dass du jemanden so krass überzeugen musst von deinem Titel, dass er auch und dann nur die erste Seite liest, weil mehr schon gar nicht mehr interessiert. Also das ist echt interessant. Man merkt auch heute,
wenn man alte Schinken liest, dass manchmal die Sätze so ganz zäh und mit ganz vielen Kommata und so Schachtelsätzen geschrieben sind. Aber das war damals auch okay, weil das hat die Leute nicht gelangweilt, weil du hattest keine Alternative. Wenn du am Ende des Satzes warst, hast du einen Anfang noch nicht vergessen gehabt. So wie genau, heute, ne? Ja, oder so. Ja, echt abgefahren. Ich hatte auch gerade noch so vier Sachen mittlerweile aufgeschrieben. Zum einen, da war ich auch gerade so ein bisschen Werbung, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, diese ganzen Phänomene nochmal eindrücklich festzumachen an was wir alle kennen. Zum einen brauchen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass wir vor Werbung geschützt sind. Irgendwie werden wir alle davon erreicht und alle davon manipuliert, aber man kann sich der Tatsache bewusst sein, dass wenn man durch einen Einkaufsladen geht, dass man vielleicht nur mit einem Einkaufszettel losgeht und dann auch nur kauft, was man will, dann nimmt man schon mal nicht so viel mit, was einem eigentlich nur angedreht wird und was man eigentlich gar nicht wollte, was irgendwie durch geschicktes Marketing und sowas im Regal ganz gut aussieht und mit Farben spielt und an unsere niedersten Instinkte irgendwie appelliert. Gleichzeitig vermarkten wir uns alle auf irgendeine Art und Weise. Alleine schon, wenn wir sagen, ich habe ein cooles Buch geschrieben, ich will auch, dass es gekauft wird, dann nehme ich einen Umschlag. Das habe ich ja auch irgendwie gelernt über die Jahrzehnte und über das Beobachten von dem, wie Werbung funktioniert, weil ich selber Werbung konsumiere, dass ich sage, okay, irgendwie, wenn der Umschlag jetzt eher schön ist und nicht hässlich, dann wird es vielleicht mir in die Karten spielen. Und so ist es wieder so dieses Wechselspiel. Wir alle, das hattest du vorhin auch gesagt, benutzen diese Methoden irgendwo auch im Leben, aber vielleicht nicht unbedingt zur Propaganda, weil das hat ja wieder diesen Anstrich der bösen Absicht oder der politischen Einflussnahme. Also das finde ich alles. Ja, und dafür ist halt auch entscheidend, welchen Kanal hast du überhaupt. Also als Einzelperson, da ist es relativ ungefährlich, weil du stößt zwar immer wieder auf Leute, aber du hast nicht so die Möglichkeit, wirklich Millionen dann mit deiner Information dann in Kontakt zu bringen. Ja. Mir fiel auch noch ein zu dieser zunehmenden Geschwindigkeit oder der zunehmenden Ereignisdichte. Bei 9/11 war es zum Beispiel noch so, wenn man da nach dem eigentlichen Ereignis, 3, 4, 5 Jahre später versucht hat aufzuklären, wie zum Beispiel, wann ist unter falscher Flagge dann entstanden? 2007. 6 Jahre später war man noch früh dran. Das müsste man sich mal vorstellen, man würde 6 Jahre nach Corona, also 2026, die ersten kritischen Beiträge dazu bringen. Das wäre halt zu spät und so hat sich das verändert. Bei Corona war es schon so, dass diese freie Medienszene, nenne ich sie jetzt mal, den Mainstream tatsächlich irgendwo eingeholt hat und ihm mittlerweile das Wasser reichen kann. Also das finde ich schon eine erfreuliche Entwicklung, weil damals im März 2020 habe ich zumindest gleich in den ersten 24, 48 Stunden alle kompakten, wichtigen Informationen, die auch heute eigentlich sich als wahr herausgestellt haben, relativ schnell irgendwie bekommen. Also da wurde dem Mainstream wirklich Konkurrenz gemacht, weswegen ja auch alle wichtigen Kanäle damals eigentlich offline genommen wurden und zensiert wurden. Und ich finde, damals hat diese Zensurwelle richtig reingehauen. Die hat sich leicht angekündigt gehabt. Ich glaube, so ein Alex Jones wurde 2018 schon runtergenommen und zensiert. Aber das war auf dem Level irgendwie, ging das in Deutschland erst mit Corona los. Und so, also da gibt es zumindest diese erfreuliche Entwicklung, finde ich, dass man da einen wirklichen Gegenspieler hatte, jetzt in den letzten 2, 3 Jahren, hat sich jetzt inzwischen auch wieder viel verändert. Es gibt auch kontrollierte Opposition und so. Ja. Du bist schnell an die Informationen rangekommen, weil es die im Internet gab. Aber die waren halt verdeckt von einem Riesenberg an Desinformation, Bullshit, Emotionalisierung, Ablenkung und allem drum und dran. Ohne eine gewisse Form von Medienkompetenz kommst du an diese Informationen gar nicht ran und springst wahrscheinlich auf den Erstbesten, der irgendwie glaubhaft klingt, auf. Und das haben wir während Corona auch erlebt. Weil es eben leider nicht so ist, dass du auf der einen Seite diesen massenmedialen Komplex hast und dagegen stehen die Aufklärer. Ja, so ist es eben leider nicht. 50, dazwischen 50, ist ein so. Riesengroßes ja. Niemandsland, wo jeder irgendwie meint,
weiß ich nicht, entweder mit Clickbait und Fake News da irgendwie abzukassieren, was das ganze Spiel schon mal irgendwie undurchschaubarer macht, und das passiert halt einfach sehr oft. Dann natürlich auch die manipulativen Desinformationskampagnen, die von nationaler Ebene ausgehen, da hat ja auch jeder seine Interessen, und es ist ja nicht so, dass wir hier in Deutschland ausschließlich von deutschen Interessen manipuliert werden. Ja, alle möglichen Länder manipulieren uns hier unterbewusst. Ob jetzt die Chinesen hier ihre geheimen Polizeistationen haben und China-Kritiker verfolgen, was jetzt ja vor kurzem mal rausgekommen ist, oder natürlich auch massive russische Desinformationskampagnen, die hier laufen. Das ist ja das Problem. Überhaupt erstmal sich so einen Panzer aufzubauen, dass diese Methoden bei einem weniger funktionieren. Ja. Und da sehe ich ein ganz großes Problem, weil das eben enorm schwer ist. Und wie du vorhin sagtest, du fängst halt bei den allermeisten Menschen wirklich bei Null an, was dieses Thema betrifft. Da ist ja noch nicht mal so ein Grundverständnis dafür da. Und ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt die Tendenz dahin, dass es besser wird, auch wenn in alternativen Medien oder auf YouTube oder so darüber aufgeklärt wird oder es jetzt Bücher gibt. Ja. Du kriegst das ja trotzdem noch nicht an die Menschen, die sich damit mal befassen sollten, sondern du erreichst ja immer wieder nur die gleichen, die sowieso schon wissen, worüber wir hier reden. Ja, wir brauchen eigentlich eine zweite Aufklärung, zugemünzt aufs Medienzeitalter. Eine zweite amerikanische Wende. Ja, wenn wir darüber sprechen, dass das Schullektüre sein sollte, du hast es auch vorhin angesprochen, es gibt kein Fach Medienkompetenz oder irgendwie politische Bildung in irgendeiner Form, habe ich auch während des Schulunterrichts immer extrem vermisst. Man war dann schon immer froh, wenn man irgendwie, bei mir war das Gemeinschaftskunde oder sowas, wenn man mal eine Stunde lang irgendwie die politischen Parteien durchgegangen ist, dann dachte ich immer schon so, oh, ja, aber selbst krass. Da hast du ja auch viel Framing und System, ja, da wird dir ja System eingetrichtert, mehr oder weniger. Einfach ein Schulfach selber denken. Ja, wo dir lernen. Eingetrichtert, oder was heißt eingetrichtert, vorgestellt werden, und ansonsten das frei ist von jedweder Meinung. Nur so erziehen ist auch schon wieder das falsche Wort, nur so bekommst du ja selbstständig denkende Menschen überhaupt erst hin. Ja, aber das ist, in der Schule ist ja das Gegenteil der Fall. Schule ist ja dafür da, dass du eine Gesellschaft kreierst für den Arbeitsmarkt. Genau, das immer ist, noch. Das ist Schule. Hat sich auch seit 100 Jahren nicht groß geändert. Das Schulwissen ist Arbeitsmarktwissen. Bloß nicht mehr. Und Wissensaufnahme, naja, statt wirklichem Wissen. Den Auftrag verfehlen sie ja im Regelfall, ne? Also ursprünglich ging es ja mal um eine Allgemeinbildung. Also Allgemeinbildung ist ja auch ein Konzept, ein Bildungsbegriff, dass man Menschen sowas mal angedacht in vielfältigen Bereichen, deshalb hast du auch Fächer wie Kunst oder Musik. Und das ist auch super, es ist nur eben nicht vollständig. Ja, es wird halt nur auf das Wert gelegt, was du in der Arbeitswelt brauchst. Aber alles, was in Richtung Individualismus, Autonomie, Selbstdenken geht, das wird ja eher... Schlimmer noch als die Unterrichtsinhalte ist ja das ganze Setting, was dir eingetrichtert wird. Dass du einem Stundenplan folgst, dass du pünktlich sein musst, dass du in eine Klasse eingeteilt bist, dass vorne einer steht, der Chef ist. Wenn du nicht spurst, wirst du sanktioniert. Das ist ein extremes Mittel von Schule. Disziplin, Konformität. All diese Dinge, das ist die Dressur, das ist eigentlich das eigentliche Programm. Ja. Ich glaube auch, es geht bei der Schule als Konzept, als abstraktes Konzept, mehr um die Form als um den Inhalt. Da könnte irgendwas erzählt werden, aber diese ganzen Abläufe, diese Sanktionierung, dass du im Endeffekt dann als genormter Mensch rausgehst, ist der einzige Sinn der Institution Schule. Und natürlich, das beginnt ja sogar schon im Kindergarten oder mit Bemühungen, Eltern möglichst früh, also irgendwie früh an die Kinder ranzukommen, wird ja auch oft betont, die kleinste Zelle eigentlich gesellschaftlichen Zusammenlebens ist die Familie. Und da wird ja auch schon seit den, dass ich in den 50er Jahren ging in Amerika, die ganzen Patchwork-Familien-Soaps los und sowas, wo dann dieses Weltbild von, naja gut, du kannst ja auch irgendwie mit 4 Eltern irgendwie dann 3 Kinder erziehen und sowas. Da läuft auf jeden Fall natürlich auch was ab. Der Aristophanes hat mal gesagt, die Bildung ist nicht ein Gefäß zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen. Und ich glaube, dieses Entfachen des Feuers, das wird halt sehr oft verfehlt und dann auch im Gegenteil ein Verdruss mit jeder höheren Bildung im Grunde geschaffen, weil das mit diesen negativen Gefühlen dann assoziiert wird, die man in der Schule dann damit in Verbindung kommt. Ja.
Ich muss dabei voll an den Film oder an das Buch Club der Toten Dichter denken, ja, weil der genau das ja thematisiert. Wie im Prinzip die Schule dieses Individuelle voll unterdrückt und am Ende endet es im Selbstmord. Jetzt hast du dich ja mit diesen ganzen Methoden beschäftigt und denkst wahrscheinlich auch schon seit vielen Jahren darüber nach, was kann man tun. Hast du neben dem Studium der Methoden und des Verinnerlichen noch irgendwelche praktischen Tipps, Hinweise, was man tun könnte, um sich dem irgendwie zu entziehen? Zumindest so gut es geht. Außer das Studium der Lektüre. Ja, viel Diskussion, viele verschiedene Perspektiven sich eben anzusehen, um da abwägen zu können. Und die klassische Bildung dann eben auf die Standardwerke oder die jahrhundertealten Sachen, da wo jetzt keine aktuelle Tagespolitik mit reinspielt, hinzugehen und schauen, was waren jetzt die Römer, die Griechen und so, um das zu schauen, wie groß ist eigentlich unsere Geschichte, nicht nur dieser winzige Teilbereich, da wo wir jetzt heute stehen. Das halte ich für wichtig. Und für die generelle Aufklärung eben, ich glaube, das geht halt von der sehr kleinen Gruppe der Macher aus, wie ihr jetzt hier zum Beispiel, wo man sagt, ja, wir treten wirklich nach außen und zeigen uns einer breiten Öffentlichkeit und dass man da mal schaut, haben wir eigentlich gemeinsame Probleme, sich mal an den Tisch setzt über die Lager hinweg und sich bestimmte Fragen stellt, was ist eigentlich das Lagebild, was ist die Situation im großen Ganzen dann was ist der Plan, was könnte man jetzt da verbessern, welchen Weg könnten wir beschreiten, dass ich erstmal diese Köpfe im Grunde auch eine Diskussion aufnehmen, um dann quasi das in eine größere Breite dann zu tragen. Ja. Du plädierst ja auch dafür, dass sich die freien Medien untereinander mehr vernetzen, weil es gibt ja dieses Phänomen dieses Predigens zum Chor, wie man im Englischen sagt, also dass man die Leute aufklären will, die bereits aufgeklärt sind, die schauen unsere Videos, die lesen unsere Bücher, aber irgendwie haben wir immer noch Probleme damit, aus unserer Bubble rauszukommen. Mhm. Und du sagst dann, die freien Medien sind sich irgendwie auch teilweise zu sehr Konkurrent und müssten gewisse Inhalte, auf die sie sich einigen können, gemeinsam auch transportieren. Ja, das ist ja nicht unbedingt nur mit Hilfe von Propaganda vielleicht. Ne, Konkurrenz, sondern eben, es wäre ja auch nützlich für alle dann im Grunde, wenn man halt seine Blase durchbricht und größere Zielgruppen, sagen wir es mal so, dann anspricht und auf die eigenen Sachen, auf die eigenen Informationen aufmerksam macht, sodass die das überhaupt wissen, welche Kanäle gibt es eigentlich. Die meisten, die wissen überhaupt nicht, welche Kanäle überhaupt existieren. Und dann können die ja auch überhaupt nicht wissen, was darin dann gesendet wird. Und erst dieses Wissen da mal einer breiteren Bevölkerung mitzuteilen, dann bekommt sie überhaupt erst die Möglichkeit, dann auch drauf zuzugreifen, ja. Und das wäre eigentlich ein Vorteil für alle alternativen Medien, wenn man dann sagt, ja, wir hätten gerne, dass quasi wir bekannter werden, auch in der breiteren Masse. Das schafft keiner für uns alleine. Da müssen wir halt schauen, wie wir da im Grunde quasi, warum ist das Establishment so effektiv? Die haben halt Thinktanks und die haben Strategiepapiere und so weiter und machen sich da halt im kleinen Kreis unter verschlossener Tür, das muss nicht öffentlich sein, halt Gedanken und was ist die Lage, was ist unser Ziel, wie kommen wir dahin? Und so systematischeres Vorgehen finde ich halt, das macht erzeugt Effektivität und wäre vielleicht wünschenswerter. Also ich bin natürlich nur ein Außenstehender und ich erkenne das an, was für eine gewaltige Leistung da von den alternativen Medien auf die Beine gestellt wurde, was da geleistet wurde. Aber das waren halt so die Gedanken, die ich hatte und mit denen ich jetzt sehr froh sein kann, dass ich die hier äußern kann, ja, bei euch. Ja, ich denke auch, ich bleibe in gewisser Hinsicht auch Optimist. Ich glaube, es ist auch wichtig, was wir machen, was viele freie Medien machen, auch Gespräche wie diese, weil wenn ich mich dran erinnere, es gibt ja auch diesen Satz, Wissen ist eine Hohlschuld. Als ich zum ersten Mal irgendwie mich für kritische Inhalte oder sowas interessiert habe, dieses erste Feuer kann sowieso niemand in dir setzen. Das kommt irgendwie von dir selbst. Irgendwas irritiert dich mal und dann recherchiert man selbst und gibt mal was in Google ein irgendwie. Und dann braucht es irgendeine Anlaufstelle, wo man zum ersten Mal auf ein Video oder einen Artikel stößt. Und ich glaube, deswegen ist es trotzdem wichtig. Und das versickert nicht irgendwie alles im Sand, was wir jetzt zum Beispiel machen mit so einem Gespräch wie mit dir heute über dieses Buch. Es wird Menschen geben, die uns heute darüber entdecken und finden. Vielleicht nur eine Person, aber die sagt, das hat mich irgendwie so interessiert, da habe ich dann weitergegraben.
Da bleibe ich doch Optimist, weil sonst können wir es auch lassen, oder? Ja, genau. Deswegen der Hinweis an diesen einen Zuschauer, der uns heute zum ersten Mal sieht, auf nuflix.de gibt es noch eine ganze Menge mehr sehr interessante Videos. Wir machen diese Arbeit ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, ich glaube, diese Propagandatechniken, da sollten wir in Zukunft auch noch mehr den Fokus drauflegen, vielleicht auch mal die eine oder andere Technik in weiteren Sendungen besprechen, vorstellen, weil ich sehe das genauso wie du, nur wenn man überhaupt erstmal diese Methoden kennt, kann man sie auch durchschauen, ansonsten ist man dem ja völlig hilflos ausgesetzt. Und von daher, ja, einfach nochmal der Hinweis, ja, moderne Propaganda, unbedingt bestellen das Buch, wir verlinken es mit Sicherheit auch mit in der Videobeschreibung. Und aufbauend darauf werde ich in anderen Sendungen, wie zum Beispiel unserem Homeoffice-Format, da in Zukunft die eine oder andere Methode immer mal mit vorstellen, oder? Das ist da eigentlich eine sehr gute Möglichkeit. Geile Idee. Weil man kann nicht alle 80 Methoden auf einmal aufsaugen, da wirst du das, bist du am Ende irgendwie schlauer als vorher. Aber wenn du so eine Methode pro Tag irgendwie vorstellst und das noch ein bisschen ausführlicher machst, in dann bleibt 80 Methoden um die Welt. Ja, sehr genau. Alternativer Titel. Sehr gut. Ja, auch herzlichen Glückwunsch zu dem Buch. Es ist wirklich ein großartiges, kompaktes Werk, was dir gelungen ist, finde ich, kann man einfach mal sagen. Ist ja auch schon die erste Auflage vergriffen, ne? Ja. Und es schreckt auch nicht ab, dadurch, dass es so klein ist und eben nicht so ein dicker Wälzer irgendwie. Ja. Weißt du? Ja, es ist sehr angenehm, man blättert so rein und merkt gleich, das ist immer ganz schön, nur so eine halbe Seite, das reicht sogar für meine Aufmerksamkeitsspanne. Ist auf jeden Fall eigentlich Pflichtlektüre für unsere Zuschauer. Absolut. Ja. Danke. Ja. Ja, also vielen, vielen Dank, Johannes. Vielen Dank, Aaron. Vielen Dank, Charles. Vielen Dank an die Zuschauer fürs Zusehen. Ich glaube, in die Kamera muss ich gerade schauen. Kameramann nickt mir zu. Moderne Propaganda, das Buch. Bestellt es euch. Verinnerlicht es. Und dann machen vielleicht auch die Sendungen hier bei NuFlix noch ein bisschen mehr Sinn. Bildung kann nie schaden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich nächstes Mal. Tschüss.